Willkommen bei Benny und Steve, mein Name ist Steve, da drüben sitzt Benny und wir spielen heute die Demo von Unfollow und wir starten The Nev Game. So, wir starten jetzt einfach in das Spiel. Wir sind Anne und Usen. Was können wir denn usen? Ach, schön. Foto von Anne als Kind. Wunderbar. Das ist... Stellen wir gleich mal zurück. Weil es so schön ist. So, Extreme heute nicht mehr. Keine Lust. Och, keine Lust. Komm her auf, Alter. Gut, dann machst du morgen. Dann kann ich mir morgen Death Stranding angucken. Schöne Ding. Ja, ne? Der Martin, Foto von Anne als Teenager. Auch ganz hübsch und auch so lebensbejahend, möchte ich meinen. Der Martin, der streamt nämlich gerade in den letzten Auftrag von Death Stranding, ist er durch. Und dann bin ich tatsächlich gespannt. Oh, hier ist, was ist das hier? So ein Soft, Gott. So ein Softburner. Ja, das sieht gut aus. Was ist das denn, Alter? Ja, weiß ich nicht. Ist doch eine koreanische Boyband. Nee, das, da bin ich dagegen. Das möchte ich mir nicht angucken. So, wir gucken uns weiter ein bisschen das Haus an. So, also die Grafik, was sagst du, Benny? Ich finde die sehr schön. Ah, it's too dark in there. I can see anything. I need to shoot some light around. Ja? Ich weiß nicht, also, ja. Also, ja. Sie ist mir zu, ja, es sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ach so. So, okay, hier ist es zu dunkel. Wir brauchen anscheinend erstmal, können wir eine Kerze nehmen? Nope. Finden wir vielleicht irgendwo eine Taschenlampe? Was ist das? Oh, krass, das hält ja so. Hält er so spät auf? Hallo? So, das Haus ist von außen vernagelt. Das ist ja auch mal was Neues. Sonst immer nur von innen. Hallo? Und wir sind wieder mitten am Arsch, Alter. Wir sind komplett wieder am Arsch. Übrigens ist Visage durchmählich. Schön, ne? Das, tatsächlich erinnert mich dieses Haus gerade so ein bisschen an Visage. Was ist los? Geht denn ab? Okay, du hast die Alerts nicht an, hä? Ich hab die Alerts nicht an. Ja, ich schon. Benny hat es mir eingestellt. So, hier können wir anscheinend irgendwas finden. Aber Mutti, grüß dich. Mutti hat Knock-Knock gemacht, ich verstehe. Deswegen, Alter, ja. Schön, ja. Dass du das nicht hörst und der Stream anscheinend dann auch wieder nicht hört. Aber das ist ja wunderbar. Ja, das ist... du hast eingestellt, Benny. Ja. Ich weiß. So, ich geh mal ins Obergeschoss. Schön. Ich verstehe mal nicht irgendwie, wie kann man denn die Butzen immer so runterkommen lassen? Verstehst du, dass hier einfach der Putz von der Wand bröckelt, Alter? Kann man da nicht mal ein bisschen Spachtelmasse drin packen? Was ist los mit den Leuten? Oh, Baustrahler. Schön. Können wir nicht den nehmen? Nein. Wäre auch Akku. Würde ich nehmen. Ja, aber er blinkt doch nur, oder? Naja, guck mal. Würde mir doch schon reichen. Ja. Also. So, wo jetzt... Ach, er blinkt hier auf... Ach, er geht noch weiter nach oben. So, bevor wir weiter hochgehen, gucke ich mich hier erstmal um. Ich bin eigentlich immer ein Freund davon, erstmal, ach, wir können wieder alles aufmachen hier. Immer erstmal Etage für Etage zu kontrollieren, was man machen kann. Bevor ich in die nächste renne. Steve Queen! Day and Night. Ein großartiges Buch. Ich habe tatsächlich. Warte ich noch auf den Film. So, was haben wir hier? Oh, es ist so düster. Es ist so düster. Oha. Nee, hast du irgendein Inventar, irgendwas? Ich guck mal kurz. Ich sage nein, ich sage weder auf Menü noch auf Tab. Wir haben gar nichts, Alter. Habe ich tatsächlich eine Lampe? Halt mal nicht geguckt. So, ich habe kein Feuerzeug, ich habe keine Lampe und wer hier die Tasse so absteckt, könnte gleich instant ausrasten, Alter. Kann man die nicht in den Abwasch stellen, Alter? Wirklich, nein. Warst du das hier? Schnöseliger Typ? Wie viele Knöpfe hast du denn an deinem Revier? Och, hier und so. Och, Wolfgang Petri hier. Ist bestimmt der Entwickler. Sorry. Ich hier keinen anpissen, aber was soll das mit diesem Freundschaftsarmband? Ist doch Quatsch. Na gut, okay, wir gehen mal ein bisschen weiter. Oh. Schön. Ist komisch, dass es so spät hell wird, wa? Man sieht halt gar nichts. Oh, ist aber toll hier. Aber das ist auch wirklich hart, ja. Es wäre Licht. Also, naja, der Baustrahler ist klar, aber ansonsten wird es halt auch sehr spät hell. Oh, ist aber. N ist anscheinend. Wenn das N ist, ist N eine attraktive Frau geworden. Muss man sagen. Okay. Ne? Die Anne. Oh, hier, Taschenlampe. A flashlight. Good. A flashlight. Gut. So, warte mal, ich würde mal kurz... Lass mich raten, bestimmt wieder mit Batterien, die leer gehen? Oh, keine Batterien. Ist ja klar. Einmal möchte ich es erleben, dass man eine Batterie findet, die einfach nicht nach 3 Minuten alle ist und funktioniert. Ist da nicht so viel verlangt? Ich verstehe soweit nicht. Vor allem, überall Kerzen hier irgendwie. Wer hat denn die denn alle angemacht? Ja, vor allem, was ich auch nicht verstehe, ist, warum können wir die nicht mitnehmen? Anstelle der Taschenlampe. Ja, wo wir jetzt erstmal eine Batterie suchen müssen anscheinend schon wieder. Auf jeden Fall ein Vasenfan, der hier wohnt.
Also es ist ja anscheinend unser Haus, weil wenn hier lauter Fotos von uns rumstehen, ist das eventuell unser Elternhaus oder unser eigenes Haus. Mann, Alter, das ist aber auch hier wirklich beängstigend hier. So, hier sehe ich nichts, hier ist nichts, hier ist überall nichts. Das ist der Glöker vor dem Unfall. Oh. Pikant, pikant. Warte mal, ist da nicht eine Tür offen, die vorher zu war, da hinten? Ja. Na, nee, dann, da, warte mal. Oh, das sieht ja erstmal nicht so schlimm aus. Oh Gott, die Farbe ist, nee, das ist der wahre Horror, die Ignieren. Aha. Schönes Poster, Two Worlds. Warte mal, Batterie. Und können wir den, ein Old Camera. Mhm. Können wir den nehmen? Mitnehmen? Möchte die nicht nehmen. Nee, können wir auch nicht, wir können sie nur dismissen. Aber das wäre doch so ein bisschen Outlast, wäre doch geil. Foto von Josh. Ist Josh unser asiatischer Boyfriend? Oder wer ist das? Ja, ist das unser Bruder? Nein, das ist doch bestimmt. Wir stehen vielleicht auch einfach auf koreanische Boybands. Möglich ist alles. Was haben wir denn da? Two Monkeys and One Banana. Schön. So, gucken wir mal kurz. Oh, warte. Im Schrank war noch eine Pokémon-Karte. What? Oh. Card of Pascal. Schön. I have no idea what kind of animal it is. It looks like a seagull, but it has teeth like a small dinosaur. It doesn't look very smart. I wonder if it's okay to eat. Klar, immer, hau rein. Lecker. Geil. Schön. Oh, schade. So, auf jeden Fall haben wir eine Taschenlampe. Jetzt können wir nach unten gehen. Ist okay, Wolfgang? Wir gehen einfach runter. Hat der gerade gelächelt? Was? Das sah gerade für mich ganz kurz aus, als hätte er gerade... Mal ganz kurz. Der hat so ein bisschen was von dem Wendler. Das kann sein. So, ich mach mal eine Taschenlampe an und gucken wir mal hier rein. Achso, hier ist halt das Fernsehzimmer, das wunderschöne Fernsehzimmer. Schön, schön, schön. Oh, okay. So, hier haben wir eine offene Tür. Hier würde ich mal erstmal anklopfen. Hier würde ich erstmal... Ja. Okay, hier ist irgendwas vorgestellt. Hier kommen wir nicht rein. Deswegen. Ach, und... Oh, Keller. Nee, warte mal. Bevor der Keller... Variona, hey! Schön, dass du da bist. Grüß dich. Ja, hallöchen. Wir spielen die Demo von Unfollow. Ein ganz fürchterliches Spiel. So wurde berichtet. Und wir müssen gleich in den Keller. Es ist undankbar. Es ist undankbar. Warum immer Keller? Verstehe soweit nicht. Ja, ist doch, also... Ja, weiß ich nicht. So, seid schon mal vorgewarnt. Falls ich mich jetzt hier wieder wie ein Mädchen erschrecke, würde ich mich über einen Clip freuen. Okay, hier komme ich nicht... okay, Tür ist zu. Europalette! Okay, die oben auch, oder wie? Ach ja, okay. Hier ist oben. Offen. So, hier... und jetzt ist hier vorne offen. Schön. Das sieht wie ein Bad aus. Ich weiß nicht. Hier ist zu. Die Toilette scheint zu laufen. Wir gucken mal. Schön. Ah, die neue Animals ist draußen. Wunderbar. Die haben wir im Abo. Da gab's quasi ein... hallo? Das ist ja wieder was für dich, Benny. So selbstschließende Türen irgendwie. Ich hasse es. Schau. Jetzt ist ein... Kann das mal aufhören? Haben wir denn ein Spiegelbild? Haben wir... Oh. Bestimmt nicht. Wir sind doch Vampir wieder. Ja, wir sind Vampir. Oh, was haben wir da? Was ist das hier? Aspirin? Pain Away. Ach, die Guten. Das sind die Besten. Pain Away. Das sind einfach die Besten. Pain Away. So, Parkour-Tipps oder so? Was können wir noch? Ein bisschen Wäsche waschen? Ich weiß nicht, was sollen wir jetzt hier drin? Wir hängen jetzt hier im Bad. Unten im Waschbecken ist ein Schlüssel. Unten im Waschbecken ist ein Schlüssel. Ach, guck mal, Benny, du Altet. Ja, der ist mir gerade aufgefallen, wo du nach unten geguckt hast. Und ich dachte mir so, okay. Jetzt, was ist Pick? Schwein? Was? Wal? Was? When the lights go out. Really, I tried to be your friend. But friendship doesn't work that way. Oh, Tür. Tür ist weg. Warum ist denn die Tür weg? Oh. Fenster ist weg. Alter, was? Nein. Hat die versucht, sich selbst zu... Ach, ey. Suizidversuch? Ah. Kann ich jetzt den Schlüssel nehmen? Ich kann den Schlüssel nicht nehmen. Immer noch nicht? Nein. Ich muss erst Wäsche waschen.
Ist aber ein schöner Kulturbeutel. So, erkennt hier jemand irgendwelche Pflegeprodukte wieder? Mhm, Apfel. Mhm, schön. Tschüss, wieder da. Ach so, okay, cool. Was zum... Und sie... Oh, okay. Wir haben Licht. Das ist aber jetzt ein komplett anderer Raum, oder nicht? Eigentlich... Nee, muss nicht sein. Also hier aber, war der Flur. Ja, aber rechts runter war doch Treppenhaus... Flur, Ausgang, oder nicht? Na, geradezu war Keller. Und hier war zu. Und hier ist... Nee, ist Blood on the Floor. Okay, wir kommen. Ah, Mann. Na, ah, ich meine, das war mal nur ein Telefon, das war gar kein Problem für mich. Anne, I know you said you wanted to be alone, but I'm worried about you. Please call me when you hear this message, okay? Wen soll ich denn jetzt anrufen? Ruf doch 911. Ich bestelle mir jetzt eine Pizza. Sag mal schnell Pizza Max angerufen. Oh, hat mir den Spiegel kaputt gemacht? Ja. Das ist, ja, ich hab Strand davor und hab's dreimal gesagt. Na, es ist open again. Okay. Dann, ich folge einfach mal dieser völlig unauffälligen Blutspur. Ja, das hat, war immer schon erfolgreich. Oh. So Blutspuren folgen macht Sinn. You can't just seek me out when you want to spew venom about another person. And then never be there when I need you. This has been going on for almost a year now, Anne. Alter, wie weit geht dieser Keller? I mean it. You've been my best friend since first grade. But this is not you. I feel like I'm seeing a different person. Okay. Geht Tien mir jetzt hier in den Keller? Ach, ey, Alter, wir sollen... Oh, Mann, warum so ein Kubitäner hier, Alter? Was ist denn das für ein... Das könnte ich schon gleich... Könnte ich mich schon gleich beschweren hier wieder. Was ist... Also, nee. So eine Scheiße hat doch keiner im Keller, Alter. Wenn jetzt hier nicht gerade eine fette Leckage ist. Und warum 2 Millionen Euro-Paletten? Was ist denn los mit euch? Wieso? Wieso denn Euro-Paletten? Wer von euch hat eine Euro-Palette im Keller? Also, ich nicht. So, bis jetzt scheint sich das relativ aber im Rahmen zu halten mit den Batterien, muss ich sagen. Ich habe welche im Garten. Ja, okay. Hast du Möbel draus gemacht oder was, Mariona? So, können wir hier irgendwie rumfummeln am Sicherungskasten? Nee, lass mal lieber sein. Sehr cool. Warum ist denn da so ein Handabdruck? Handabdruck? Ja, an dem Sicherungskasten. Das ist, da hat der Elektriker einfach mal vorher, mal ein Mehlje Brötchen hier ist. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Kann nur mutmaßen, Benni, kann nur mutmaßen. So. Oh, ein Schraubenzieher? Oh, wir haben einen Schraubenzieher. Oh, warte, müssen wir... Jetzt holen wir den Schraubenzieher raus. Quatsch, den Schlüssel. Was ist das? Was ist denn das? Was ist denn das jetzt, Benni? Kann ich... Muss ich crouchen? Nein, ich kann mich auch noch ducken. Oh Gott, kannst du auch sprinten? Naja, sprinten ist so relativ. Wo? Nee, mo, hä, weg, hau ab! Weg, weg, mach! Ich, woanders! Okay, okay! Nein! Na! Okay, ist kein Problem, ich schaff es! Mhm. I'm running free, yeah! Aber doch nicht... Hab's nicht geschafft. Schade. Ja, hab ich gesehen. So, warte mal, will ich jetzt einfach die Taschenlampe ausmache? Was ist denn das, Alter? Ist das eine Hexe auf dem Besen oder was? Das sieht doch ein bisschen komisch aus. Okay, sie hat mich gesehen. Okay. She's coming. Der alte Dementor. So, dann kann ich die Taschenlampe wieder anmachen. Hoffentlich kommt sie jetzt hier nicht angeschissen. Ja, ich gehe mal von aus, du musst wieder zurückrennen, oder? Ja, also, ja, so wäre jetzt der Plan. Wir rennen jetzt einfach nach oben. Wir rennen nochmal ins Bad. Wir holen jetzt den Schlüssel aus dem Waschbecken mit dem Schraubenzieher. Das ist für ein Quatsch. So. Du rennst schon? Also, ja, nur mal blöd gefragt so? Ja, wir haben hohe Schuhe an. Okay. So, kein Problem, kein Problem. Ich habe schon die erste Kellerebene erreicht. Und das Bad ist weg. Ne, leck mich doch, Alter. Was denn das? Warum ist denn der Bad jetzt weg? Mann! Wieso? Ja, schön. Haben wir jetzt hier ein Bad. Bitte, bitte, bitte. Ach, hör doch auf. Warum ist denn jetzt alles anders? Verfolgt? Na, dann mach ich doch mal Tür zu. Falls wir verfolgt werden, mach ich Tür zu. Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Aber die Grafik ist schon mal ziemlich cool. Ich weiß zwar jetzt nicht, was ich von der Frau auf dem fliegenden Wesen halten soll, aber... Ne. Warum ist denn das Haus jetzt so verwinkelt auf einmal und... Oh, nee! Es ist, von Wink... ist ein Winkhaus. Was? Ich höre... Warum?
Wieso sollte ich denn jetzt hier jetzt... Was ist denn? Wer ist denn? Warum? Wie? Was? What? Hä? Wann kam sie denn? Ja, gute Frage. Die sieht ein bisschen aus wie eine Töchter von Lady Dimitrescu. Ja, das kann sein. Das kann sein. Fun Fact, wir haben tatsächlich gerade einen Sonderhaftentag. Okay. Und hallo, wir sind wieder wach geworden. Und jetzt können wir wahrscheinlich den Schlüssel rausholen. Wir haben anscheinend einfach nur einen drogenindizierten Film geschoben. Ja, vielleicht war das ja sogar... ja. Mutti, wir brauchen einen Spind, absolut. Hurra, wir haben den Schlüssel. So, wir irgendwann, wenn wir mal so ein Special machen, Best of Spind verstecken oder so. Hier haben wir noch einen. Der geht auch als guter Spind durch. So, okay. Ja. Wissen wir denn, was das für ein Schlüssel war, den wir jetzt aufgenommen haben? Ja, ein goldener. Na, wahrscheinlich für den Keller unten, oder? Oder für oben. Wir können auch mal oben gucken. Ja, hier ist schon offen gewesen. Vielleicht für die Ausgangstür, aber da ist ja, wahrscheinlich das wird der Wunsch des Vaters gedanken. Nope. Maybe this one. Hier bei Wolfgang Petri. Ach ja, ist er nicht. Nee, aber da, die Tür war ja eh schon offen. Haben wir hier eigentlich reingeguckt? Sollten wir hier überhaupt drin gucken? Wer weiß, was man hier findet. Ist mir vielleicht auch ein bisschen unangenehm. So, was haben wir hier? Photo of Anne with Grace. Grace, ja, wir hatten noch vorhin, genau, unsere beste Freundin, oder nicht? Ja, ist Grace die auf der rechten Seite? Die sieht mir unheimlich aus. Pack ich mal weg. Ist bestimmt eine ganz nette, möchte ich auch ja nicht bestreiten, aber sieht mir unheimlich aus. Kennt ihr das? Es gibt so Kinder, die sehen halt einfach unheimlich aus. Die können total nett sein, sehen aber unheimlich aus. Und? Ja, stimmt, ganz oben haben wir ja auch noch eine Tür gehabt, ja? Stimmt. Niente. Nüschte. Also doch unten in den Keller. Also doch im Keller. Let's get back in the keller, yeah. Ich meine, okay. Wir sind ja am Anfang sind wir ja auch nicht komplett runtergekommen. Wir standen ja auch vor einer verschlossenen Tür hier. Alternate Views. Schön. So viel dazu. Also wirklich. Von innen vernagelt. Warum macht man denn sowas? Verstehe sowas nicht. Ich möchte mich beim Mieterbund beschweren darüber. So, das ist schön hier. Schön. Eine Menge Sprühdosen haben wir hier, wie ich merke. Ah, was haben wir denn hier Schönes? Ein Comic. Ein Comic? Oh. Comic von... Oh, guck mal, können wir Comic sammeln? Jetzt haben wir Comic Nummer 7 gefunden. Können wir das denn mitnehmen? Nee, wir können es nur dismissen wieder. Wir können es nur wieder hinlegen, leider. Okay, wir schauen mal weiter. Das waren unsere eigenen Schritte gerade, wa? Da leuchtet's rot. So, hier haben wir wieder einen Sicherungskasten, nur diesmal seitlich angebracht. auch hier war der Mehl-Elektriker da. Ja? Oh Gott. Er war im ganzen Haus unterwegs. Können wir das nehmen? Nein, wir können also keine Kettensäge nehmen. Ja, der. So. Oh, eine Leiter. Alter, wer baut denn so ein Haus? Dave. Ich sag einfach nur Dave. Das ist ein Dave-Haus, Alter. Dave mit dem Folterkeller. So sieht's aus. So, ja, schön. Jetzt sind wir im Westflügel gelandet. Das ist ganz toll. Mhm. Oh, was haben wir da? Wir haben irgendein Bild gerade aufgenommen. Ja, warte, wir hatten doch vorhin irgendwo oben so ein Flur, Katzenbild Flur. Mit dem, ja, Flatsch und so, ne? Das war im Flur, genau. Meine ich. Alter. Oh Gott, nichts für dicke Leute. So, was haben wir hier? Elisas Tarotkarten. Oh, auch schön gemacht. Tarotkarten, auch so ein Ding. Irgendwie, ich weiß, wir hatten es schon mal in dem einen oder anderen Projekt mal besprochen. Irgendwie, ich meine, einfach einen Schrank davor. Ist cool. Kann man machen. Ich würde es vielleicht nicht so machen. Aber hey. Tarotkarten. Hat einer von euch schon mal irgendwie mit Tarotkarten Erfahrung gehabt? Nee. Kennt sich einer so ja mit Tarotkarten aus? Die Zwillinge von ihm an erinnern mich immer an die Psycho Harry Potter von Sin City. Ja, der war wirklich, der war unangenehm. Ohne Arme, ohne Beine.
So, machen wir die Taschenlampe mir an. Und ja, jetzt haben wir das Bild und ich würde jetzt mal in den Flur gehen, da wo das Bild gefehlt hat. Okay. So, hier vorne, mal schauen, ob wir jetzt hier irgendetwas mit diesem... Ja, da ist doch wieder der Wendler und so. Ja, nö, das ist ein anderer Schnösel. Ach, stimmt. Das ist ein anderer Schnösel. So, aber was ist jetzt passiert? Wir haben das Bild, können wir jetzt die Schubkästen öffnen? Nee, können wir nicht. Also, Resident Evil Schließmechanismus funktioniert nicht. Was ist denn hier mit dem Auge der Katze? Das sieht so komisch aus. Was hat der, was ist das hier? Fehlt hier noch was oder ist das Bild einfach kaputt? Nee, ich würde sagen, es wäre jetzt fertig. Ist jetzt die Frage, ob sich irgendwo anders wieder eine Tür geöffnet hat oder so. Naja, also entweder oben, ich würde mal erstmal unten gucken. Vielleicht hat sich ja durch das Einsetzen des Bilds der Schrank vor der Tür verschoben. Genau. Klar. Nope. Was ist denn eigentlich unsere Aufgabe? Ich habe keine Ahnung, wir sind Anne. Das ist Anne. Wir sind Anne. Entweder sind wir gerade angekommen oder wollten gerade abreisen und haben festgestellt, dass hier das Haus von außen vernagelt ist. Klar, kennt man ja, kennen wir alle. Das ist uns allen schon mal passiert. Nee, nee, nee. Moin, fieser Wicht. Fieser Wicht, grüß dich. Schön, dass du da bist. Oha, okay, Tür ist offen, Tür ist offen. Okay. Fieser Wicht, wir spielen an Follow, die Demo. Bis jetzt, spielen wir anscheinend Anne und Anne wohnt in einem komischen Haus. Hallo. Ah, Grace ist eine hübsche Yvonne, kann man nicht anders sagen. My God, we had this conversation years ago. I miss her. I feel like I haven't seen her in forever. Aha, na bitte, denn, oh, schön. Foto löst sich auf und plötzlich haben wir auch gleich erstmal hier den magischen Zirkel aktiviert. Ja. Haben wir was zum Opfern, Benny? Was sollen wir tun? Dum, 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 dum. Oh, Alter. Patiogo. Das Patiogo. Sieht ja gar nicht mal so schön aus, die Katze. Das packen wir häufig. Hier ist noch Anger, Power Gaining, Depression, Acceptance und Denial. Okay. Stage of Grief. Okay. Cool gemacht auf jeden Fall. Aha, die Wuch hat schon eine Efeu. Na, schön. So, noch ein Tablett mit Blut. Ach, Benny ist ja auch da. Moinsen. Ja, Benny ist quasi ist aus dem Off. Genau. Wir kriegen es leider nicht anders umgesetzt, technisch, heute hier. Ja, aber, was nu? Müssen wir jetzt da irgendwas, also müssen wir jetzt noch was suchen und da opfern oder was ist jetzt unser Ja, ich bin immer für opfern, aber, aber was? Aber wo? Ich wüsste jetzt nicht wo, das ist das Problem. So, es bringt uns jetzt aber nicht weiter. Ich weiß nicht tatsächlich, was sollen wir jetzt da in diesen ominösen Kreis werfen? Dieses Foto. Nein, können wir nicht nehmen. So, können wir vielleicht einen Nachbar fragen, was ist hier los? Müssen wir irgendwo... Oh nein, warte mal. Was denn? Oh lol. Oh, guck mal hier, Comic. Oh. Comic of N3. Ja, das kennen wir alle. Wir sind alle schon mal mit Kuscheltieren eingeschlafen. Schön der Plauzen-Check quasi. Letztens ein Kumpel, kennt ja wahrscheinlich jeder halt so diese ominösen oder diese allumwobenen Männergruppen auf WhatsApp. Ne? Kennt wahrscheinlich jeder, es sei denn, du bist eine Frau, dann kennst du wahrscheinlich Frauengruppen. Ne? Und bei uns an der Männergruppe kam letztens auch so ein Bild rum, irgendwie 80% aller Frauen stehen, okay, die Tür ist offen, stehen auf Männer mit Sixpacks. 90% aller Männer mit Sixpacks stehen nicht auf Frauen. Fand ich witzig, irgendwie. Fand ich witzig. Wo zur Hölle sind wir denn jetzt hier? Alter, kann man das nicht mal ein bisschen schöner verkabeln? Alter, mit so einer fetten Klemme da dran. Ach, ich weiß nicht. Warum macht man sowas? Und die Kabel, also hier, das ist doch Stolperfalle. Entschuldigung, muss ich leider, da muss ich intervenieren. Freunde, das geht so nicht. Echt mal? Oh Gott. Wirklich?
Kann man machen. Also, falls ich hier noch in, so ein bisschen irgendwie in Einrichtungstipps holen will, bitte. Ja, einfach so ein fescher Kabelkanal auf dem Boden. Kommt immer gut. Der Bild gefällt mir. Gefällt mir wirklich gut. So, Breezer. Oh, der gute Spaghetti-Teller. Cooking with June. Ach, und mit Katzen. Schön. Junes Cookbook. Wunderbar. Die besten Katzenrezepte. Oh Gott, Alter. Der Max Doof sieht jetzt schon versifft aus, ey. Wirklich. Oh, Comic. The Way of Survive. Ach, ey, ach, ey. Oh Gott, ist er gehänselt worden? Oh. Haben wir vielleicht eventuell, wie sagt man denn? Sind wir traumatisiert dadurch? Also ist die Frau dadurch, ist Anne dadurch traumatisiert, weil sie als Kind zu sehr gehänselt wurde? Ja, ne, das würde das ja auch erklären mit dem am Anfang mit dem Pick und mit dem Whale. Whale, ja. Weil Kinder, also Kinder sind, sind einfach arschlich. Ja, sind grausam. Hey! Mann! Was? Hey. Okay. You're Aki Dearest. Hi. Sorry, das ist ja männlich. What are you doing in there? I don't know. I can't remember anything and I don't know what's going on. All I know is that I need your help to get out of here. Was machst du mein verpiss dich aus meinem Fernseher. Aber zack ich. Break the TV or something. How? What? I don't care. Hurry up and do it. Ich soll den Fernseher kaputt machen? Just do it. Sag mal. Okay. Also, wenn euch lustige Leute im Fernsehen sagen, macht euren Fernseher kaputt. Don't do this. Was? Was ist was? Ah, Curly Toilette? Curly Toilette? So, okay. Ja. Vor allen Dingen auch so, okay, wir schmeißen jetzt den Fernseher runter und was haben wir jetzt davon? Außer einen kaputten Fernseher. Was ist, was für Quatsch? Warte mal, also das letzte, was wir hatten, war beim Fernseher, richtig? Ja, Moment mal, guck mal hier. Okay. Dadurch, dass wir den Fernseher kaputt gemacht haben, hat sich der Kühlschrank verschoben. Ja, sind ja Mechaniken, ne? Die sind ja völlig normal. Ja, so sieht's aus. Hallo? Warum? Ah, hier ist das Altpapierlager. Okay. Ja. Da ist ein Fass in der Ecke. Wer hat denn bitte ein Fass in der Ecke? Ja, na, wo machst du denn deine Ölabfälle hin? Ja, und weil ich da so viele habe. Deine chemisch grenzwertigen Abfälle. Was zum? Oh. Oh Gott, was hat denn? Der will nur spielen. Gott. Was? Was ist was? Die Herzmilch-Spaghetti. Schön. Die Katze da unten. Ist das beschissen? Ist das beschissen? Wirklich. Kann ich das nehmen? Nee, möchte ich nicht. Take a left, lover, Spaghetti. Ist mir auch sowas von egal. Aber die Ingredienzien sind auch geil. Ein Herz, einen halben Liter Milch, Spaghetti, super. Müssen wir den jetzt. Alter. Nee, pass mal auf. Müssen wir den jetzt füttern? Weil der jetzt da so den Mund auf hat, dass wir ihm das Gericht da zubereiten müssen? Cut our heart into stripes. Set half aside from the garnish and dice the rest. Ja, welches Herz denn erstmal? Jetzt kann man zoomen, okay, alles klar. Warte mal. In a saucepan, add the milk and bring it to a boil. Add the cubes and cook over medium heat for 15 minutes. Take the leftover spaghetti noodles with the meatballs and rawly chop them up. You don't need to be precise. Precise? Yeah. So have fun. You can even use your hand and the stage. Remove the heart from the heat and add the noodles. Stir vigorously, butt it back. And you put it back on the heat and let it simmer for a few minutes.
The bright color on the heart and the dull color of the meatballs will give you a dish, a reddish brown hue that will knock your socks off. Remove from the heat, transfer to serving dishes and decor with the stripes of heart and set aside. I enjoy grilling them, but you can let your imagination run wild. Serve hot. Be sure to watch out the splashes. The milk can be deadly when hot. Ich soll mir jetzt hier wirklich kochen? Warte mal, hier sind Nudeln? Nein. Nein, Alter. Nein. Okay, wir sollen wirklich nach Rezept kochen jetzt. Ist das schön. Da freut mich. Ja, aber wo kriegst du denn jetzt bitte, also wo holst du denn jetzt das Herz her? Ich würde mal die Videokassette einklinken. Mal gucken, vielleicht kriegen wir einen Tipp. Schön. Sieht nicht gut aus. Was? Stand da drauf? Animal in you? Was? So, endlich mal ein schöner Viewabend hier. Es ist ein Fehler aufgetreten. Clip konnte nicht gefunden werden. Oh nein. Was? Oh, warte mal, ich muss noch auf Play drücken oder was? Ja, ich muss noch auf Play drücken. Ja, du musst noch anmachen und auf Play wahrscheinlich drücken oder so, oder? Oder? Na, viel mehr Anna kann ich gar nicht machen. Ne, wieso? Ganz links ist doch der Anmacher? Also, nee, das ist okay. Die Götter müssen folgt sein, 1 und 2. Was gucken wir jetzt da? Ich hab keine Ahnung. Welcome to the Animal in You, where we try to make sense of your life through valuable lessons from the animal world. Kann ich mich hinsetzen? Today's question is, are you in self-denial? Are you hiding your head in the sand? Are you acting like an earthworm? Well, there's no doubt about it. Yes, you are an earthworm. Something in your life is wrong, but you pretend that everything's all right. You deny it. You shy away from the light. But let me tell you something. As you're crawling and cowering in the dark somewhere underground, you're missing out on what's above. Fühl mich auch sehr dem Erdwurm verbunden. And the plants out in the sun. Quasi meine Kraft hier. You can't see them thrive. Or maybe you don't care. Actually, you're neglecting them. But if you don't take care of plants, do you know what happens? They die. And ignoring them will only make them die sooner. So, instead of running away from your problems, why don't you start crawling to the surface? Why don't you start to love yourself and take good care? Don't you want to share the sun with the flowers? Doch, möchte mich um mich kümmern. Möchte kein Erdwurm sein. Okay. So, wo kriegen wir jetzt aber ein Herz her? Und Milch. Na, Milch wäre wahrscheinlich im Kühlschrank, also vielleicht. Aber er geht ja nicht auf. Achso, er geht nicht auf. Also. Das Herz, ja, weiß ich nicht. Nope. Schade. Was können wir noch tun? Wir können nichts weiter öffnen hier. Dumm auch nicht. Oh, okay. Milch. Was? Milch? Wie? Wo? Oh, da, Milch. Bottich Milch. Warte mal. Vielleicht oben bei dem Circle da, bei dem Zeichen, vielleicht finden wir da vielleicht ein Herz? Also die Milch war ja vorher auch nicht da, oder? Nee, ich glaube nicht, dass die Milch vorher da war, oder? Aber muss jetzt die Milch in den Top oder muss die... Da müssen wir nochmal ins Rezept gucken. Da müssen wir nochmal kurz bei Chefkoch nachgoogeln irgendwie. Genau, okay. So, die richtig fit im Englisch sind, ihr könnt euch schon mal gleich bereit machen, irgendwie uns beim Rezept zu unterstützen. Weil ich hatte schon mal so ein schönes Spiel gespielt. Klapp! Bei YouTube geht jetzt noch um einen Link auf. Und zwar das Necronomicon. Ja, da musste ich auch Rezepte einmischen irgendwie und aufgrund meiner Englisch-Skills war das sehr zäh. So, das, ja. Wir haben kein Herz. Schade. Damn. Bom. Wo kriegen wir jetzt ein Herz her? Immer das gleiche. Wo kriegt man jetzt um die Uhrzeit noch ein gutes Herz her? Doch. In ihrem Zimmer. Ja, nee, ist klar. In ihrem Zimmer. Warum? I have lost 10 pounds.
Finally reached my... Okay, sie hat 10 Pfund und hat jetzt ihr Idealgewicht, ein gutes Gewicht. Sie kann nicht glauben, dass sie diesen Sommer im Urlaub... was? I can't believe I made... I thought it's summer vacation. Also, du kannst nicht glauben, sie macht diesen Sommer Urlaub und es war so hart. I was even dreaming about sweets at night. Sie hat so ja von Süßigkeiten geträumt in der Nacht. But niemand call the fail balls of Lord again. Alter, wie? Also. Keine Ahnung. Also, vielleicht hat keiner dran geglaubt, dass sie es schafft. Würde ich erstmal so frei übersetzen irgendwie. Ja, ja. Start also morgen. Jeder will soll mir ein Kompliment machen. Wie dünn ich geworden bin. It will be fabulous. Return. Es wird so unglaublich, zur Schule zurückzukommen. Selbst my Mom and Dad waren überrascht. They didn't believe I couldn't do it. Sie haben auch nicht geglaubt, dass ich es schaffe. Hoppala. Sie haben nie an mich geglaubt. Aber ich tue es jetzt. Okay. So, wir haben, glaube ich, jetzt alle Ingredienzien für so einen schönen Herzstew-Töpfchen. Können wir nochmal anrühren, das Ding. Schön. Das wird bestimmt sehr lecker. Yummy. Ach, wie traurig das ist, dass noch nicht mal ihre eigenen Also, naja. Ja. So, also erstmal das Herz in Streifen schneiden. Hey, Benny, also, hast du aufgeschrieben, was wir machen sollen? Ja, also wir müssen erstmal das Herz in Streifen schneiden. Ja, gut, dann machen wir das jetzt erstmal. Und die anderen Sachen stückeln. Now we cut the heart in stripes. Na 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 na. Wo können wir denn? Ich würde auf dem Schneidebrett, haben wir überhaupt Messer? Nee, also ich weiß gar nicht, ob wir das wirklich so machen müssen oder ob wir einfach nur alles in den Top reinschmeißen müssen. Echt? Vielleicht. Das wäre... Okay, wieder viel zu kompliziert gedacht. Oh, ja. Guck mal. Och, schön. Schön, aber schön gemacht, ne? Also, Herz auch so schön gewürfelt, finde ich gut. Sie hat 10 Kilo abgenommen im Urlaub, hat nichts Süßes gegessen und freut sich wieder auf die Schule, weil sie jetzt ganz sicher niemand mehr fett zu ihr sagen wird. Und als sie wunderschön finden, ihre Eltern waren auch sehr überrascht über das Ergebnis der Diät. Kommen da noch Socken in das Essen? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, aber erst als zweiter Gang. Wunderbar, Meisterkoch, alles klar. So, Service! Ding, ding, ding. So, na dann hau mal rein, Alter. Hast du den mitgenommen? Ich hab's mitgenommen. Und okay. Lass dir schmecken. Oh, der Rechner hebt ab. Oh, die Mucke. Mit Teller. Immer Rinder. Wo ist er jetzt hin? Er ist samt Tisch weg. Und die Tür ist offen. And the door is open. Hallo? Kannst du bitte noch eine Bewertung bei Yelp abgeben? Ob sich das gelohnt hat, das Essen? Was, keine 5 Sterne. Was, wir sind an der Schule, bitte, wir sind an der Schule. Spaß mit der Schule. Tja, Kinder können Arschlöcher sein, wie du schon so schön gesagt hast, Benny, wa? Oh, 100 Kilo Torte. I thought that everyone would have noticed my change when I went back to school with my new look. They'd been making fun of me for years. They'd make me feel like a freak. And after I starved myself for an entire summer, nobody even came to me to apologize or say something nice. Nothing. I'm not their freak show anymore. And now they don't see me. But they won't ignore me forever. I'm better than them. I'm special. They'll be forced to look at me. I know it hurts to be someone like you who has never known love or affection. To come back okay. To an empty house and no one misses you. Das war die Demo von Unfalling und es hat Spaß gemacht, Benny, sag mal was. Es war... Das Ende war irgendwie creepy. Also mit dem Herz und sonstiges, aber heftig. Also ich war jetzt nur eine Demo, ne? Also kommt ja noch das Fullgame, kommt ja noch. Ja, ich weiß zwar jetzt nicht, wie das Fullgame aussehen soll. Wahrscheinlich ist das voller raffinierter Rezepte, die man nachkochen muss. Oh Gott. Keine Ahnung, vielleicht musst du die Schule durchmachen, danach die Highschool und dann
keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das Hauptgame aussehen soll. Also sah auf jeden Fall erstmal rein von der Grafik her sehr interessant aus, fand ich. Ich bin gespannt. Leute, wenn ihr das hier auf dem Kanal sehen wollt, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Was ihr es noch nicht habt, abonniert bitte den Kanal, helft uns etwas wachsen. Ich muss wirklich über diese Musik überschreien. Und wir sehen uns beim nächsten Quiet wieder. Bis dann. Haut rein. Macht euch was Leckeres zu essen. Bis dann. Ciao. Tschüss.